mal rechts abbiegen. Viele Stufen. Nee. Jetzt. Stufe, Stufe. Stopp. Genau. So, wir biegen ab. Wir haben Zimmer Nummer 108. Diese Teppiche sind auch ein Traum, helle Teppiche. Die sind super weich übrigens. Ja, die dürfen sich nicht gewähren. So, da sind wir. Hallöchen, ihr Lieben. Diesmal ausbüchen. Geschafft. Wir haben es geschafft nach über vier Stunden. Wir sind über vier Stunden gefahren, Stau, weil eine halbe Stunde Stau dazwischen. Baustelle an Baustelle. Die bauen hier die Autobahn. Und da ist ganz schön was los gewesen. Da war schon ein bisschen was. Genau. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Roomtour. Ein bisschen was haben wir jetzt schon selber gesehen. Ja. Vielleicht entdecken wir ja gemeinsam noch ein bisschen was. Also es ist sehr, sehr schön. Wir haben allen Ernstes ein Schlafzimmer. Eleonora hat ein eigenes Kinderzimmer. Die schläft noch nicht mal in unserem. Und es ist ein Hotel. Ist übrigens ein sehr kleines Hotel mit 36 Zimmern. Das Essen ist mit drin. Darüber werden wir euch natürlich berichten. Müssen wir mal gucken, ja. Wir haben schon reserviert um 6. Kriegen wir heute Abend gleich unser Essen. Noch was zu essen. Früh scheint es egal zu sein. Wir wissen ja nie was. Wir wissen noch nicht was. Ja, wir wissen ja nicht, ob es Buffet ist oder ob es halt normal mit Essen ist. Also man kann hier auch mittags normal essen. Das ist eigentlich für jeden. Haben die eine Karte da? Ja, Büromenü und so. Kostet 319 Kronen. Ich weiß aber nicht, was dabei ist. Ob da Pommes oder so dabei sind. Ich habe bloß mal kurz drüber geguckt. Aber wir gucken jetzt einfach mal, dass uns unsere Zimmer im Endeffekt an. Es sind ja mehrere. Ja, ist bei uns ja nicht anders. So, dann haben wir wahrscheinlich das Beste Essen. Also das ist unser riesengroßes Schlafzimmer mit einem wunderschönen, Arbeitsbett. Arbeitsbett, ich bin gespannt. Aha, ich nein, so war das nicht gemeint. Ja, dieser Mann denkt wieder um die Ecken. Hier oben ist, glaube ich, auch Klimaanlage, so wie das aussieht. Die brauchen wir natürlich ja, nicht. Für die Wärme. Für die Wärme, ja. Es sind nämlich gerade 11 Grad. Da musst du mal auf den Schreibtisch gucken. Dann haben wir einen. Müssen wir jetzt mal zusammen rausgehen. Ich war nämlich noch nicht draußen. Eleonora hat es im Bett. Ja. Ach, wir haben auf der Ecke. Da ist aber groß, der Balkon. Ein schöner, großer Balkon. Genau. Von draußen müssen wir es euch im Endeffekt dann nochmal extra filmen. Das seht ihr dann eher im Vlog. So. Hier unten steht übrigens auch unser Auto. Nein, die Straße, wo wir vorhin lang gefahren sind, wo wir erstmal angehupt worden sind, weil wir uns ein bisschen verfahren hatten, weil wir nicht wussten, fahre ich jetzt auf den Parkplatz oder gucke ich erst? Aber es passiert immer überall. Der hatte keine Zeit. Es ist ja heute auch kein Feiertag hier. Deswegen hatte der wahrscheinlich keine Zeit. Wir haben übrigens auch eine kleine Sitzecke hier. Entschuldigt, das flackert trotzdem. Also in echt flackert es nicht so. Das sind wahrscheinlich wirklich diese Stromschwankungen. Oh, Mensch. Hatten wir nicht vorhin hier das Licht mal an? Genau, über dem Schreibtisch. Wunderschön. Ich glaube, da ist auch. Wollen wir mal zusammen gucken? Genau, hatten sie nämlich gesagt, einen Kühlschrank. Achso, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum der aufgeht. Oh, noch so rum. Eine Kaffeemaschine. Und eine Kaffeemaschine haben wir. Ja, da drüben eine Kapselmaschine. Da sind sogar ein paar einzelne Kapseln dabei. Ich glaube nicht, dass das was kostet. Es scheint so servicemäßig zu sein. Fantastisch. Der Kühlschrank ist noch aus. Den schalten wir mal ein. Wir müssen nämlich ein bisschen was zum Kühlen ja trotzdem reintun. Getränke werden wir jetzt nicht kühlen müssen. Wir holen uns dann welche. Joghurt. Der Mann hat allen Ernstes drei Löffel eingepackt. Also die haben. Also hättest du das jetzt plus zwei eingepackt? Ja, genau. Ja, ja, ich wollte eigentlich gar keinen. Oh, das flackert wirklich für euch ganz schön gemein. Oh. Ja, hier draußen im Flur. So, hier ist unser Flur. Der ist riesig. Also wir leben aus dem Koffer übrigens. Also. Hier ist nämlich eigentlich ein schöner Schrank, wo Eleonora ihre Jacke einfach reingeschmissen hat, weil sie nämlich nicht da oben rankommt an die Stange. Ich hänge das dann hoch. Ja, hätte sie eigentlich schon machen können. Aber, wie sie so ist, ne? Ja, wie sie so ist, ne? So, ich hoffe, hier flackert es jetzt nicht so. Doch, es flackert genauso. Es tut mir leid. Ja. Wir haben aber unser Ringlicht jetzt auch eine extra mit. Nee. So, guten Tag. Ja, so, jetzt haben wir sogar Seife ist da, sogar Wattepads und Wattestäbchen, ein Schminkspiegel, schwarze Armatur. Was kannst du da denn? Meine Kopfhörer sauber. Deine Kopfhörer sauber machen. Das macht er jetzt im Urlaub. Eine riesen, wunderschöne Dusche mit Schiebetür. Da kann man bestimmt zusammen duschen. Da können wir sogar zu viert duschen. Also zu zweit reicht. Zu zweit reicht. Ein bisschen Wasser sparen. Ja, ja. Schon klar. Zum Wasser sparen. Ihr kennt ja Andi. Schön Handtuchtrockner.
Und alle sind schwarz, so wie ich es ja gerne habe. Ja, so schwarz wie deine Seele. So schwarz wie meine Seele. Und dein Herz. Genau. Oh, du musst uns die Schluss machen. Ich mach. Machst genau. Du, findest du das? So, und jetzt gehen wir mal zu Eleonora ins Zimmer. So. Und wir gehen wirklich hier noch durch eine extra Tür und ein riesen Zimmer mit Fernseher. Oh, indirekte Beleuchtung. Hier flackert es auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht schauen wir mit dem WLAN, das machen wir gleich. Und hier hat Eleonora wirklich ihr eigenes Essen. Zimmer. Also richtig niedlich mit dem Tisch und auch einem extra Glas. Unsere zwei stehen nämlich drüber. An dem Schreibtisch. Fernseher werde ich bestimmt nicht gucken, weil ich, funktioniert weil ich nicht rauskriege, wie ich YouTube oder Netflix habe. Das werden wir schon noch rausfinden. Aber wir werden uns dann auf die Socken machen. Genau. Weil wir starten nämlich dann erstmal was zu trinken kaufen, weil hier haben wir die Geschäfte auf. Wir haben schon einen kleinen Laden, also ganz, ganz kleines Ding. Das gibt es bei uns gar nicht. Ach, extra vorn wegen so einem Riegel. Oh, nee, hast du gar keine Lust. Bis ein paar Getränke brauchen wir bloß und wenn dann maximal ein bisschen Joghurt und das war's. Ich habe auch noch eine rosa Tasche. Und was zum Kaffee. Und was auf jeden Fall zum Essen, weil wir haben heute nur gefrühstückt, ein bisschen was. Und heute Abend gibt es uns erst Essen, das machen wir nicht. Mehr Ballastik. Ja, du lässt es gut schmecken. Ja, schön. Genau. Süßigkeiten, fantastisch. Und für nein, die, aber für die Tage. Für die Tage? Das war ja nur für die Autofahrt. Oder? Ach so, die Süßigkeiten waren nur für die Autofahrt. Wir haben nämlich die Milchschnitten, die ich bei Lidl gekauft habe, habe ich nämlich vergessen. Und Eleonora hat mir die Schuld gegeben, du bist dran schuld. Ich muss an alles denken, also Mama ist schuld. Genau. So, ihr habt jetzt im Endeffekt alles gesehen. Alles roomtourmäßig gesehen. Ich denke mal, wir gehen mal in unser Zimmer, dann können wir uns von euch noch verabschieden, weil das flackert hier draußen so sehr. Wir müssen die Heizung anschalten. Also von wegen, wir brauchen eine Klimaanlage, wir brauchen wirklich die Heizung. Die Klimaanlage zum Heizen. Das doof ist bloß abends, dann, wenn man schlafen will, dann wird es mir so schwierig. Ey, da können wir die Heizung aufmachen, da können wir dann das Fenster aufmachen. Ach, schön. Warum musst denn du mich ausziehen? Ach, da hast du ja, hast du einen Strunner, sag mal. Warum soll ich denn was drunter haben? Das ist ja schlimm. Unter meinem Oberteil, ihr habt es gesehen vorne im Spiegel. Also warum soll ich denn da was drunter ziehen? Ich habe extra noch eine Bluse drüber und wir haben dicke Jacken mit. Ja, ja. Ja. Weil es soll nämlich übermorgen oder morgen schon 9 Grad werden. Also könnte Winter werden. So, wir lassen es uns jetzt erstmal gut gehen und starten jetzt mal. Wir lassen es uns gut gehen. Wir gehen einkaufen. Ja, wir gehen einkaufen und wir zeigen euch dann natürlich unseren Einkauf. In den Vlogs. Im Mini-Futter. Im Mini-Futter, ne, ob sich das lohnt. Wenn, dann hauen wir das mit in unseren Wochenvlog rein. Das werdet ihr dann sehen. Vielleicht kriegt man noch ein längeres Video, noch einen eigenen Vlog im Endeffekt für diese Woche hin. Werden wir mal sehen. Aber morgen. Ach nee, das seht ihr ja dann erst zu spät. Aha, schwierig. Wir müssen heute noch auf die Steinerde Brücke. Ja, genau. Wir müssen auf die Steinerde Brücke und dann zeigen wir euch noch ein bisschen was. Ich wollte euch nämlich gerade sagen, dass ja am Freitag im Endeffekt unser Video online kommt. Ja. Unser zweiter Teil. Aber so, das machen wir auf der Steinerde Brücke als Lehnshort. Ja, ich glaube, das seht ihr. Da ist wahrscheinlich schon der Tag vergangen, je nachdem, wann es schafft, das Video hochzuladen. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns von euch. Ich hoffe, unsere kleine Roomtour hat euch etwas gefallen. Da lässt dort schon wieder ein Stänger hier mit. Ich will bloß sagen, danke, dass du uns so sicher hergebracht hast. Ja, so schlecht gelaunt wie die zwei waren, hätte ich es eigentlich am liebsten mittendrin ausgesetzt. Und das seit heute früh. So was schlecht gelaunt, das habe ich noch nie erlebt. Gar nicht wahr, hast du schon erlebt. Ja, also schon oft genug. Nicht, dass du das noch nie erlebt hast. Warum ich eigentlich mit diesem Mann und mit unserem Töchterlein im Urlaub war, weiß ich. Du musst mich doch irgendwie lieben. Ja, ich glaube es auch. So, aber in dem Sinne verabschieden wir uns. Tschüss, sagt die Marika. Der Andi. Und zusammen sind wir natürlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.